Hallo, mein Name ist Michael Werkmann. Ich zeige Ihnen heute mal eine Undichte an der Heizung und wie man die eventuell mit kleinem Aufwand beheben kann. Und zwar hier, das ist jetzt schon seit mehreren Jahren so und es wurde auch noch nicht behoben. Aber hier, da kommt Wasser raus. Man sieht da unten auch den Wasserfleck. Ja, hier kann man sich damit behelfen, dass man hier eine Chemie einfüllt in die Anlage, also ins Heizungswasser. Und das sollte tunlichst natürlich während der Heizperiode gemacht werden, weil die Chemie nur reagieren kann, indem sie umgewälzt wird. Und wenn man es einfach nur reinmacht und die Heizung ist nicht an, dann kann es zum Totalschaden führen. Also ich empfehle, wenn man sowas macht, dann natürlich nur dann, wenn geheizt wird. Ja, ich werde demnächst dann eventuell hier so eine Chemie einführen in die Anlage und dann schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal dann aussieht. Ob das was gebracht hat, dass es dann da sich verschließt. Ist jetzt ein Tag vergangen. Ich habe hier jetzt also ins Heizungssystem die Flüssigkeit eingefüllt und ich habe jetzt hier das auch markiert auf der Therme, dass ich hier was eingefüllt habe. Und ich hoffe, das ist jetzt erledigt hier mit dem undichten Heizkörperventil. Oder es sah so aus, als wenn es hier aus der Lötung rauskommt, dass die undicht ist. Ich hoffe, dass diese Chemie jetzt durch diese chemische Reaktion dieses Loch schließt. Weil der Kunde hat hier ständig Wasser nachfüllen müssen. Das ist natürlich nicht gut für die Therme. Weil frisches Trinkwasser bedeutet immer, da ist Kalk enthalten. Das heißt, die ganzen Leitungen in dem Heizungssystem, die verkalken. Und irgendwann kommt es dann zum Totalausfall. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, ich hoffe, ich konnte hiermit weiterhelfen. Wir werden dann mal sehen, wie es beim nächsten Mal ist. Also bis dahin, ciao. Hallo, jetzt ist ein Jahr vergangen. Ich habe jetzt hier dieses Heizungsdicht eingefüllt. Ich zeige nochmal die Stelle. Hier. Und jetzt ist ein Jahr vergangen, also auf jeden Fall, es ist dicht, da kommt kein Wasser mehr raus. Und das zeigt mir mal wieder, dass das funktioniert oder sehr gut funktioniert. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und bitte lassen Sie doch ein Like da. Achso, und was ich noch sagen wollte, ich werde natürlich den Artikel, den ich hier benutzt habe, als Link unten in die Videobeschreibung einfügen. Also vielen Dank fürs Zuschauen, ciao.